Und willkommen auf meiner Seite. Heute möchte ich euch im Bad mein Beauty-Video zeigen, was ich jeden Monat hochlade. Und zwar aufgebraucht und new in. Genau. Es ist wahnsinnig viel, was ich aufgebraucht habe, aber das hatte ich im letzten Video ja bereits erwähnt dazu. Das ist dieses, da ich im Juli weniger hatte, kommt eben im August alles. Das ist auch passiert. So, ich fange mal einfach querbeet an. Ich habe es jetzt gar nicht so wirklich sortiert. Sondern ich fange einfach mal an, damit die auch alle wegkommen dann, wenn ich fertig bin. Ich habe mir die Haare gefärbt, wie man sehen kann. Und zwar hiermit. So. Polypalette 880 Aubergine. Ich glaube, ich wollte eigentlich gar nicht nochmal Polypalette nehmen, aber die waren im Angebot für 1,79 Euro und da könnte ich jetzt leider nicht Nein sagen. Meine Haare sahen wirklich schlimm aus, muss ich sagen. Und jetzt sind sie wieder schön glänzend und ja. Ich mag die Farbe total. Es ist relativ, ja, ein bisschen, ja, passt schon, ne? Genau. Und die Palette. Aber diesmal finde ich die sogar auch nicht besser. Weil 20% natürliche Öle dabei. Ja. So. Genau, bleiben wir mal kurz beim Haaren. Beim Haarewaschen. Und ich habe Schaumprodukte aufgebraucht. Einmal Seidenkamm Durchkämm Shampoo. Sofort Einwirkung und Glanz mit Seidenprotein. Ich habe relativ schwer kämmbares Haar, das sieht man jetzt gar nicht, weil die jetzt wirklich fein sind, aber die sind schon ziemlich stumpf. Ja, ist okay, ne? Das ist ganz gut. Also ist jetzt nicht unbedingt mein Lieblingsprodukt von Schauma, aber ja. Dann habe ich noch 7 Blütenölen, Repair-Spülung. Ich nehme immer Shampoo und Spülung. Vom Duft her ist das sehr, sehr lecker für trockenes und erschöpftes Haar. Und finde ich auch ganz gut. Habe ich geschenkt gekriegt von meiner Schwester. Bleibe ich mal kurz beim Shampoo. Und zwar habe ich verwöhnende Feuchtigkeit. Halohydratatier Feuchtigkeitsshampoo von Herbal Essences. Ich habe eigentlich auch dazu die Spülung, aber ich glaube, die ist gerade gar nicht mehr vorhanden. Ja, ich muss manchmal auch zusehen, dass ich die Produkte, dass ich die leeren Produkte auch von meinem Mann rette, weil der schmeißt die gerne weg, aber ich will die eben aufheben, wenn ich die zeige und so. Deswegen, Herbal Essences. Ich habe früher mal sehr oft Herbal Essences Produkte gehabt. Das ist mit Kokosnussduft und ja, mag ich gerne. Ist gut. Genau. So, Balea Dusche und Shampoo, Traumtänzerin, duftet nach tanzenden Traumwölkchen. Ihr erinnert euch doch bestimmt an die Einhörner und an die Dinos. Ich glaube, ich habe noch. Genau. Also, es gab früher mal, zu diesem Einhorn-Quatsch waren Regenbogendusche. Duftet nach Sternchen und Wölkchen. Duftet nach Zuckerwatte. Finde ich. Ich bin ja nicht so in diesem Einhorn-Quatsch-Wahn drin. Hab mir das Duschgel trotzdem geholt, weil ich das wahrscheinlich auch irgendwann mal verschenke oder so. Mal gucken. Es ist jedenfalls noch voll. Gibt es auch gar nicht mehr. Dann gab es danach, nach diesem Einhornquatsch, dieses hier. Did you eat the last unicorn? Bye bye Unicorn. So. Duftet immer noch nach Sternchen und Wölkchen. Ja. Aber ich fand das irgendwie cool. Ich habe davon 2 noch, gibt es auch nicht mehr. Welcome back. Also ich habe die jetzt gar nicht mehr gefunden, gesehen gehabt und so. Ja, und dann habe ich. Wo habe ich es da?
Irgendwo hatte ich doch jetzt gehabt. Naja, gut. Dann zeige ich euch das Vollprodukt. Ich habe es mir nämlich nochmal gekauft. Da habe ich mir dann einfach mal Traumtänzerin, ne, geholt, weil Dusche und Shampoo und for girls. Und das riecht aber wirklich angenehmer als dieses Regenbogen, diese Regenbogendusche. Zeige ich euch nachher nochmal kurz. Genau. Mein Mann hat Nivea Man Sensitive Pflegedusche aufgebraucht. Habe ich auch reden können. Normalerweise schmeißt er das Zeugs auch weg. Riecht wirklich angenehm, muss ich sagen. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr lecker. Mhm. So, dann. Balea After Sun Dusche. Hatte ich mal, gab es mal kostenlos beim DM. Hatte man im Briefkasten so einen Coupon gehabt und dann kostenlos. Und Reinigdarm befreit von Sonnencreme-Rückständen, entfernt Rückstände von Chlor und Salzwasser, schützt vor dem Austrocknen, Cooling-Effekt. Da ich diesen Sommer gar nicht im Schwimmbad war und so und auch überhaupt gar nicht hingehe, fand ich es trotzdem toll, weil wir waren, mein Sohn spielt Fußball und dadurch sind wir oft auch der prallen Sonne ausgesetzt und während er ständig eingecremt ist, bin ich da ein bisschen nachlässig mit mir und bin froh, dass es das hier gibt. Weil das ist wirklich sehr, sehr schön und sehr cooling. Yeah, genau. Dann Nivea Lemon Quartz and Oil. Auch sehr gut. Hat gut gerochen oder riecht immer noch gut nach Zitronengras. Sehr erfrischend und wir sind bald fertig mit dem Duschzeugs. Creme Duschbad Vitalisieren Bibi Young Care. Mit grünem Tee und Orangenblüten. Fand ich jetzt nicht so pralle. Fand ich jetzt nicht so gut. Aber vielleicht bin ich auch gar nicht mehr in der Zielgruppe. Sweet Wonderland gab es letztes Jahr. Vanille und Rosenduft. Ich habe bei uns im Keller so einen Einkaufskorb mit Produkten, die ich immer mal nachhole, die ich so ein bisschen da verstecke als Reserve und so. Ist ja auch mittlerweile fast aufgebraucht und da war die noch dabei und haben wir jetzt mal aufgebraucht und ja, mag ich gerne. Sehr, sehr gerne. Ich mag es allgemein, finde ich Balea Duschen unfassbar gut. Die sind preislich sehr schön. 55 Cent in der Regel oder manchmal auch 65, 75 oder so, aber jedenfalls relativ günstig oder sehr günstig und das mag ich gerne. Genau. So, Balea Bodyfit hautstraffendes Bodytonic. Ich hätte das wahrscheinlich jeden Tag nutzen müssen, ich habe es nicht gemerkt, aber egal. Es riecht auf jeden Fall gut und Koffein und Ingwer und ja, festig, trockene, erschlafft Haut. Es ist, wie gesagt, sehr angenehm im Geruch. War runter reduziert. So, Alverde Naturkosmetik Cremeöl Lotion. Bio-Jasmin, Bio-Sesam. Mag ich gerne. Riecht tatsächlich mehr nach Sesam. Mit die Kombination aus wertvollem natürlichem Barbasu, Sesam und Aprikosenkernöl verschmilzt zu einer samtweichen Textur und spendet langhaltende Feuchtigkeit. Die wohltönende Pflegeform mit Jasminblüten und Sesam aus kontrolliert biologischem Anbau zieht schnell ein und schenkt ihnen ein spürbar geschmeidiges Hautgefühl. Es ist vegan. Und nach dem Rasieren der Beine ist das sehr, sehr gut gewesen. So. Ebenfalls sehr praktisch finde ich, finde ich die April Lotions. Die liebe ich ja. Ich habe immer einen kleinen Vorrat an April Lotions zu Hause. Und nicht nur nach dem Sonnenbad, sondern allgemein benutze ich die ganz gerne. Wahnsinnig gut finde ich die auch, wenn mein Sohn Fieber hat. Und da creme ich ihn damit immer ein. Gerade so. Und Füße und Fußknöchel und so.
dann, weil das kühlt nämlich und es ist nicht so unangenehm wie so ein feuchter Lappen, was Kinder, was man als Baby gerne gemacht hat, ja, aber später ist es ein bisschen unangenehm für die Kids. Und da finde ich wirklich Aprilotion sehr, sehr genial, um die Haut wieder ein bisschen runterzubringen, ein bisschen zu kühlen und ja, auch die gleichzeitig zu pflegen. Ne? Das vergessen wir bei den Kids nämlich auch oft, dass auch ihre Haut jetzt schon gepflegt werden muss. So. Ich habe noch Shampoo, und zwar Pröbchens. Die habe ich heute gerade benutzt. Und zwar war das mal in einer Zeitschrift und von Husk. Carcoal with Citrus Oil, I have no idea. Ehrlich gesagt, Purifying Shampoo. Cleans and clarifies. Und dann nochmal ein Conditioner. Aber sehr gut, muss ich sagen. Sieht man ja gerade. War wirklich gut. Ja, ich möchte nicht wissen, wie teuer das ist. Sieht teuer aus auf jeden Fall. Aber gut, zum Testen. Jo, Nagel. Ich habe ein paar Nagellackentferner, das ist dasselbe. Also brauche ich nur einzeigen. Aufgebraucht. Ja. Einmal der hier, der ist kostet 45 Cent im DM. Von Ebelin. Sehr praktisch, sehr toll. Ist auch für diese dunklen Effektlacke sehr geeignet. Oder allgemein, also einmal für die dunklen Lacke und dann nochmal für die Effektlacke, so wie der hier. Und dann war letztes Jahr ja, allgemein von Essence so ein Limited Edition, so eine Reihe Limited Editions, und das war mit dabei. Glitter ist in Sierra. Oder Glitter in Sierra. Nail Polish Remover Gel Ultra Strong. Total durchgefallen. Das Einzige, was wirklich gut ist an diesem Nail Polish Remover, ist der Geruch. Der ist sehr, sehr angenehm. Es ist Gel, Öl, ja, Gel. Es ist so ein Gel, genau. Und ja, aber es hat ewig gedauert, ehe dann mal der Nagellack ab war. Deswegen bin ich froh, dass es die jetzt auch gar nicht mehr gibt. Aber es ist tatsächlich so ein bisschen Glittering-Effekt dabei. Bleiben wir mal bei den Händen. Ich habe auch irgendwo noch ein. Machen wir erstmal das. Und zwar Handcreme. Ebenfalls auch aus einer Limited Edition von letztem Jahr. Ich nehme meistens irgendwelche Body Lotions oder so als Handcreme. Also ich benutze viel Handcreme, aber eher so Body Lotion. Trockene Haut. Ja. Hat sehr gut gerochen. Ja. Auf jeden Fall, ja, für trockene Haut, wie gesagt, gut gerochen und alles gut. Dann ein Nagellack. Rival de Lou. Nee, Color. Die Farbe. Ich glaube, das sieht man immer so schlecht. Oft. Naja, rosiglitzernd, ne? Genau. Es ist noch ein bisschen was drin, aber. Ich werde das jetzt auch die nächsten Tage aufbrauchen, aber ich muss das jetzt, aber ich will das dann noch weg haben. Wie gesagt. Deswegen mache ich es jetzt schon in das Video rein. So. Jedenfalls aufgebraucht habe ich. Sieht auch ein bisschen mit Mitleidenschaft gezogen aus. Velvet Smooth Intensive Serum. Hatte ich für 2 Euro, hatte ich euch im letzten Video gezeigt, dass ich das für 2 Euro gekauft habe. Ja, es ist gut. Sehr, sehr gut. Aber ich muss es nicht nochmal teuer nachkaufen. So, genau, Make-up. Fit Me. Maybelline. New York. Genau. Sehr gut. Luminous and Smooth. Strahlend ebenmäßig. Normal to dry. Normal bis trockene Haut. 105. Sehr hell. Für diese hellen Ton, es ist noch ein kleiner Text drin.
Finde ich gut. Ich habe Probleme mit dunklem, also mit Make-up allgemein. Bei mir, es entsteht irgendwie immer ein Rand. So. Und das finde ich total doof. Selbst wenn ich Creme oder Make-up mit Creme vermische oder so. Irgendwas ist, ich finde, das sieht immer dunkel aus, ne? Aber hier nicht so. Hier ist es echt auch gut. Also es hat wirklich, da brauchte man nur eine normale Tagescreme drunter machen und dann auftragen, ohne dass es dann tatsächlich fleckig gewesen ist oder irgendwie so. Ja, und als Tagescreme hatte ich Hydro Booster 24 Stundencreme Gel, feuchtigkeitsarme Haut, Revival Loop. Nicht angenehm. Und es ist sehr kühlend auch und es ist wirklich ein Hydro-Booster, also Feuchtigkeitsspender und Booster. So. Ganz neu bei Balea reingekommen sind die Reinigungstücher mit Aktivkohle. Die finde ich wirklich sehr gut, wirklich. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Sind, ich weiß gar nicht, wie viele eigentlich da drin sind. 25, es ist vegan, sind 25 Tücher drin. Und ich zeige euch gleich dann noch mal was dazu. Aber ich finde die wirklich gut. Es ist halt selten, dass man nicht sieht, was man, wie viel man abgeschminkt hat, aber ansonsten wirklich gut. So. Mein absoluter Mega-Beauty-Tipp ist das Feuchtigkeitskonzentrat, milde Trockenheitsfältchen von Balea mit Algenextrakt und Olivenöl. Das sind 7 Kapseln, die ich versuche einmal im Monat zu benutzen. Wie gesagt, eine Woche lang. Und diese Kapseln sind so unfassbar toll für die Haut. Wirklich. Und ja. Perfekt, wirklich. Und für diesen Preis, ich glaube 95 Cent kosten die, glaube ich. Wirklich sehr, sehr gut. Genau. Revival Loop. Micellenreinigungswasser. Trockene und sensible Haut. Augen, Lippen und Gesicht. Pflegen mit Gingo und Gurkenextrakt. Gurkenextrakt ohne Alkohol. Fand ich gut. Ja. Einmal ein Wattepad hat zwar jetzt nicht unbedingt gereicht. Aber ansonsten gut. Kann man kaufen. Ebenfalls immer wieder kaufe ich dieses Balea-Waschgel. Mit Lotusblütenextrakt, normale Haut und Mischhaut schäumend. Finde ich auch sehr, sehr gut. Ich weiß gerade gar nicht, ob ich euch dieses Trockenshampoo schon gezeigt hatte. Weil ich habe das Video angefangen und dann musste ich nochmal unterbrechen. Aber ich zeige euch jetzt nochmal einfach. Isana Trockenshampoo. Sofort voll erfrischtes Haar. Normales und schnell fettendes. Es gibt tatsächlich einen weißen Schnuppelbummel, wenn man es drauf macht. Aber das kann man eben, muss man eben auskennen, ist klar. Ansonsten finde ich das echt gut. So. Jetzt kommen wir zu den Produkten, die ich mir neu gekauft habe. Und ihr seht, das Video ist schon ein bisschen länger, aber das sind die Beauty-Videos eben. So. Ich fange einfach mal an, ne? Das hat jetzt kein Konzept. Ich nehme einfach, was gerade kommt. Limited Edition Balea Rasierschaum Coco Melon. Für empfindliche Haut. Ich bin ja totaler Melonenfan. Und ja, nicht so gut. Und es riecht wirklich fantastisch. Und ich, wie gesagt, es ist auch pflegend und alles gut. So. Wie gesagt, neu gekauft, also nochmal gekauft habe ich. Leer auch neu. Habe ich Traumtänzerin, Dusche und Shampoo for Girls. Wir fahren bald in Urlaub, übermorgen. Ja, und da ist das ganz praktisch. Ich mag ich meine, ich hätte auch kleine Pröbchen oder Tübchen nehmen können, aber im Endeffekt sind die natürlich günstiger oder ist das natürlich günstiger und deswegen kommt das mit. So. Waschgel, Balea Waschgel, ebenfalls sehr neu, seifenfrei mit Aktivkohle. Es hat so ein kleines Peeling-Effekt. Es hat so einen kleinen Peeling-Effekt. Effektive Reinigung für ein zart, weiches und erfrischendes Hautbild. Und ich muss ehrlich sagen, es ist sehr interessant. Und es ist wirklich gut. Sieht ihr das? Sieht aber eklig aus, ne?
Ja, eklig sieht es schon, also sieht schon komisch aus, ne? Aber das ist sehr, sehr cool. Dazu habe ich die Balea-Tuchmaske mir geholt. Hauterholende Pflege und antibakterielle Lösungen gegen Unreinheiten. Werde ich auch in den nächsten Tagen sogar testen. Habe ich noch nicht geschafft. Unreine und Mischhaut. Genau. Preislich war es alles relativ gut. Also ich kaufe immer so ein, dass es natürlich preislich hinhaut. Also ich kaufe nie teuer ein. So. Dann auch von Balea Multimasking. Bedürfnisgerechte Pflege und Reinigung der Gesichtszonen mit bunten Tonerden, normaler Haut und Mischhaut. Für Wangen, oberes für Wange und das untere die T-Zone. Bin ich gespannt. Mal gucken, wann ich es testen kann. So. Genau. Ein neuer Nagellackentferner musste natürlich auch mit. Und zwar von Eveline. Nagellackentferner. Acetonfrei. Kiwi, Mango, Doof. Empfindliche Nägel. Mal gucken, wie der bei Effektnägeln ist. Nagellack ist. Aber riecht gut. Achso, ich wollte euch ja noch die Balea-Reinigungstücher zeigen. Die sind nämlich da, schwarz. Es ist wirklich seltsam. Es ist wirklich, man sieht nicht, wo man was abgeschminkt hat. Das sieht man nicht. Aber ich gehe dann hinterher nochmal mit einem Wattepad und mit einem Gesichtswasser und Wattepad drüber und dann weiß ich, wie viel abgegangen ist. Und es ist wirklich sehr hilfreich. So. Gut. Oh, ich habe noch einen aufgebraucht. Noch eine Handcreme gefunden. Cashmere Palmbalm hatte ich letztes Jahr mal als Produkttest bekommen und finde ich gut. Genau. So, weg damit. Neuer Nagellack. Zwei neue Nagellacke sind gestern bei mir eingezogen. Einmal Our Sweetest Day 04 und Crash the Party 101. So sieht's aus. Ich habe hässliche Fingernägel, aber ich finde die Lacke sehr, sehr schön. So. Ich habe gerade noch einen Produkttest, ja, noch ein Dings gefunden, aber das zeige ich euch dann gleich. So, ganz günstig gefunden habe ich drei Produkte, die waren runter reduziert und zwar für 95 Cent. Einmal von, also alles von Essence. Shine, Shine, Shine. Red Look Lip Gloss. Ein New stand da oder steht drauf. So sieht's aus. Mag ich gerne. Ich vergesse immer Lipgloss und sowas zu nehmen. 10 Dress Up Our Lips heißt der. So, dann habe ich mir tatsächlich auch mal einen Lippenstift geholt. Sehr selten bei mir, wirklich sehr selten. Und das ist der, passt so ein bisschen zu meiner Haarfarbe. Und zwar heißt der 27 Mystic Violet. Ebenfalls reduziert. Die gehen wahrscheinlich, oder die sind aus dem Produkt raus, aus dem Produkt raus, aus dem, einfach rausgenommen worden, ne? Genau. Und ein Augenbrauenstift. Finde ich gut. Ebenfalls für 95 Cent. Make Me Brow. Hat so ein Knubbelding vorne dran. Und Powder Pen. Finde ich wirklich gut. Benutze ich, seitdem ich das habe, jeden Tag. Neu ist ebenfalls für mich Kokosöl nativ. Eigentlich ja zum Braten, Kochen und Backen, aber wenn man sich so ein bisschen damit beschäftigt, dann stellt man fest, dass dieses Produkt ein Allrounder ist, ein Allzweckkünstler, Talent und wie auch immer. Es ist, ich habe das vor dem Haarewaschen heute mal mein Haar reingemacht, weil ich, wie gesagt, stumpfes, trockenes Haar habe. Und das soll auch gegen Haarausfall helfen. Ich habe Haarausfall. Ja, ich weiß. Eigentlich sollte man bei Haarausfall keine Haare färben. Buh.
weil ich trotzdem, ich mag meine natürliche Haarfarbe nicht. Und ja, deswegen. Ansonsten ist es gut für die Ellbogen, die werden dann geschmeidiger, Füße werden geschmeidiger, Hände sollen gut werden. Allgemein die Haarstruktur soll besser werden, auch wenn man schuppiges Haar hat, habe ich zum Glück nicht. Was noch? Allgemein ist es, zum Abschminken soll es gut sein, einfach auf dem Wattepad drauf. Gegen Pickel, trockene Haut. Ich teste das jetzt mal an einigen Stellen. Und einige Zeit. Ich habe es im Kühlschrank gehabt, damit das fest ist, damit es mich. Aber. Ja. Genau. So. Auch neu eingezogen ist bei mir belebende Augenpflege. Kaufe ich mir immer wieder. Mit Lotusblütenextrakt. Weil mag ich sehr gerne und das ist gut. Genau. So. Ja, Melone. Sonnenschaum. Das ist tatsächlich ein Schaum. Da, schäumisch. Und es riecht sehr gut nach Melone und mein Sohn liebt das. Früher, als es noch diese, als ich noch so gedacht habe, dass Kinderhaut auch mit diesen Zahnkits nur gepflegt werden oder eingecremt werden sollten. Fand das nicht ganz so pralle, aber mittlerweile, seitdem ist so ein paar, das hier, ne, das findet er voll toll und da macht ihm selbst das Einschmieren total viel Spaß. So, fast aufgebraucht habe ich mein Lieblingspuder. All About Matte. Habe ich noch gar nicht gezeigt. Es ist auch relativ neu eigentlich reingekommen. So, im Vergleich dazu aus meinem Keller-Sortiment, was ich noch so versteckt hatte, habe ich noch P2 Feel Good. Finde ich übrigens auch sehr gut, vor allem, dass es auch ein Spiegel hat. Na, ich muss gucken, dass es, weil es ein Spiegel hat. Und Mineral Compact Powder. So. Auch neu reingekommen. Ja, es war. Essence Day All Day. 60 Hours. Finde ich sehr gut. Als Concealer. Sehr, sehr gut. Auch neu rein. Balea getönte Feuchtigkeitscreme. Light Beige. Es ist eigentlich eine. Wie gesagt, so eine. Getönte Tagescreme, Feuchtigkeitscreme, wie auch immer. Das Problem ist tatsächlich, dass die zu dunkel ist für mich, obwohl das echt light beige ist. Da hilft auch keine Creme. Also habe ich nochmal in meinem besagten Keller Versteck geguckt und habe noch zum Glück von Essence, gab es letztes Jahr dieses Get Picture Ready Long Lasting Compact Makeup. Gibt es immer noch, soweit ich weiß, bei einigen DMs oder so. Das ist 10 Matte Ivory und das ist tatsächlich besser als das hier. So sieht's aus. Ich muss mein Bad aufräumen, deswegen kann ich das nicht so hoch zeigen. Aber so sieht's aus. Es ist sehr gut, wirklich. Habe ich auch gerade drauf. Ich mag das wahnsinnig gern. Ich habe das letztes Jahr auch schon, ich glaube, ich habe es jetzt zum dritten Mal benutze ich es jetzt und es ist sehr hell. Und es ist wirklich sehr, sehr ebenmäßig. Genau. Dazu oder darunter nehme ich nämlich Get Picture Ready Pore Refining Mattifying Primer. Ich liebe diesen Primer. Der ist wahnsinnig, 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 wahnsinnig gut. So. Neue Handcreme habe ich auch. Everyday Isana Young Handcreme Beauty. 24 Stunden Feuchtigkeit, trockene Haut. Riecht ganz gut. Zieht ganz gut ein. Ist also schön. So, ich hatte noch vergessen, einen aufgebraucht. Und zwar Biotherm Skin Oxidant Cooling Gel. Gab es als Produkttest mal ins Haus bei mir. Ist reingeflattert. Habe ich mich sehr gefreut. Ist nichts mehr drin. Und das ist ja wirklich gut. Hat ungefähr. Für 3 oder 4 Anwendungen reicht diese kleine. Es ist ja nur ein Pröbchen.
Aber es ist wirklich sehr schön für die Haut. Das mag ich. Ist mir aber zu teuer. Puh, natürlich. Balea Hygiene-Handgel muss immer mit. So, ich gucke nochmal. Ich check nochmal alles. Ich habe alles euch gezeigt. Das waren jetzt mega viele Produkte. Meine Güte. So viel hatte ich echt noch nie aufgebraucht und neu gekauft. Jedenfalls, seitdem ich YouTube mache, nicht. Genau. Das war's von meiner Seite. Wie gesagt, es ist viel. Aber jetzt kann ich den ganzen wegschmeißen, ne? Genau. Es gab noch einen Post auf Instagram. Aber das war's dann auch. Ich kann den ganzen Müll endlich beseitigen und ich habe wieder Platz. So. Also, ihr Lieben, ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit, einen schönen Tag und wir sehen, lesen und hören uns. Bis bald, eure Jenny. Bye.